Kia EV6. Hammer. Schaut ihn euch an. Ist doch eine geile Optik. Breit, maskulin finde ich. Die Hüften da hinten, die Schultern. Ich habe Kraft. So ein Crossover-SUV, sagt man ja. Ich finde ihn stylisch mega, weil er hat noch einen Plattformbruder. Und zwar den Hyundai Ioniq 5. Die teilen sich die sogenannte E-GMP-Plattform. Ja? Und da basieren sie beide drauf. Der Hyundai eher zurückhaltend, ja, entspannt, aber bockstarke Innenwerte. Und er hat die gleichen inneren Werte, allerdings stylisch, einfach ein bisschen frischer. Eher das, was ich sagen würde, für mich ansprechend. Aber okay. Vielen Dank ans Auto aus Putzlach in Markstadt, zwischen Zindelfingen und Leonberg, auch nähe Stuttgart. Vielen Dank, Hammer Leute. Die haben mir wieder das Auto gegeben zum Testen ein paar Tage und wirklich sensationell. Geht da mal vorbei. Wirklich tolle Leute. Wo geht's los? Bei dem Kia mit dem neuen Logo. Schick gemacht. Muss man zweimal hinschauen, was es heißt. Beim 58 Kilowattstunden Akku, sogenannte Grundvariante, 170 PS Heckantrieb bei 44.990 Euro. Dann nächster Akku, dieser hier, 77,4 Kilowattstunden Akku, auch Heckantrieb, 229 PS, der kostet 4.000 Euro on top. Dann gibt es die mit der größten Variante, dann noch die 325 PS Variante, Allradantrieb plus 8.000 Euro. Ja? Und dann haben wir noch die Power-Variante GT, 585 PS, schlappe 21.000 Euro mehr, gleicher Akku, dann nochmals auf den Grundpreis on top. Also wirklich Hammer. Also da bin ich mal gespannt, ob ich den mal kriege mit diesen Fahrleistungen in dieser Kiste hier. Das macht Spaß, echt, da hat man richtig Bock drauf. Kostet natürlich Reichweite, also hier sagt man, das ist die entspannteste Variante mit der weitesten Reichweite, da bin ich mal gespannt. Soll ein bisschen mehr wie 500 Kilometer weit kommen. Da bin ich echt gespannt darauf. Ja, dann gibt es noch die GT-Line-Variante. Die kann man auf den 229 PS und 325 PS Motor on top setzen für jeweils 6.000 Euro. Und die haben wir hier auch mit dabei. Ja? Also liegen wir hier bei knapp bei diesem Fahrzeug bei 61.000 Euro. Und dann hat man wirklich alles, was man braucht. Der ist komplett voll. Ich würde sagen, damit wir auch das alles sehen, was er kann, gehen wir jetzt ab schnell nach hinten, wie immer, zum Heckcheck, zum Kofferraumcheck. Bis gleich. Heckcheck. Und was ich gleich mal richtig cool finde, ist dieses schöne LED-Band. Das ist doch sexy, würde ich sagen, oder? Kann man schon sagen, ne? Und dann die Blinker. Achtung. Kommt auch cool, ne? Hat schon wirklich witzig gemacht. Also haben sie sich schon schön was einfallen lassen. Ich habe noch ein Video gemacht, wie das bei Nacht aussieht. Bevor ich es vergesse, Dachspoiler-Serie, das nennt sich Privacy. Ja? Das heißt, ja, wie Privatsphäre ab der B-Säule abgedunkelt im P4-Paket, beziehungsweise ab der GT-Line-Variante, wie wir sie hier haben, serienmäßig on board, wie eigentlich vieles dabei. Jo, gehen wir mal runter. Parksensoren nach hinten sind Serie. Möchte ich Parksensoren nach hinten und nach vorne haben, sind sie bei der GT-Line-Serie und nach oben beim GT auch. Und beim EV6-Variante, so die Grundvariante, muss ich das mindestens das P1-Paket nehmen, dass ich dann auch die Sensoren nach vorne habe. Und dann ist dann auch automatisch, ich nenne es mal der Rangierassistent, der Rückfahrassistent mit an Bord mit dabei. Ja, den muss ich dann nicht extra ordern, weil der geht dann über Sensoren. Und Kamera, apropos Kamera. Kamera nach hinten ist Serie. Möchte ich die 360-Grad-Variante haben, ist sie bei der GT-Line-Variante für diese 6.000 Euro, erinnert euch, mit an Bord. Und ansonsten muss ich wieder bei der EV6-Variante das P1-Paket mit dazu nehmen, ja, dass ich dann hier die schöne Kamera habe. Sie sitzt gut, allerdings verschmutzt sie schnell und ich habe auch keine Möglichkeit, mit entweder automatisch reinfahren oder mit einer Spritzdüse sie wieder sauber zu machen. Das finde ich schade. Ansonsten haben wir tutto completo LED-Technik. Keine Birne mehr, nichts. Das ist dann auch alles so Serie. Und wir haben natürlich auch die Stoßfänger etc. ist alles GT-Line. Ja, die EV6-Variante ist auch ein bisschen kürzer und die hier ist knapp 4,70 Meter. Und die EV6-Variante ist ein Ticken kürzer, nicht ganz so elegant sportlich gemacht. Jo, ich würde sagen, wir öffnen mal mit der Fernbedienung. Ja, da piepst er schön. Öffnet. Boah, ja, 1,90. Björn, du fährst fast
wirst fast ganz drunter passen. Ne? Wir machen den obligatorischen Einklemmschutz. Ne? Ob das funktioniert? Ja, funktioniert. Hat funktioniert gut. Leichter Druckpunkt. Dong hat es gemacht. Ja, ist ja schön hohl. Nein, fährt gleich wieder hoch. Passt soweit. Wenn ihr die elektrische Hecklampe möchtet, bei der GT-Line-Variante ist es Serie. Beim EV6 müsst ihr auch das P1-Paket mit dazu nehmen. Ne? Gut. Kofferraumtechnisch. Schöne ebene Ladefläche. Wir haben hier noch einen sogenannten, ich nenne es mal einen doppelten Boden. Den kann man auch komplett rausnehmen. Das mache ich jetzt nicht. Ja, dann haben wir da hinten noch ein bisschen Möglichkeiten, weil ich finde, hier hinten fehlt so ein bisschen, na, die Fächle. Da haben wir nicht so wirklich was rechts und links zum Reinlegen. Rechts sowieso nicht. Da haben wir noch die Notentriegelung hinter dem Ladesystem. Das ist dann hier. Da ist die Ladebuchse. Da kommen wir später noch dazu. Und hier, das kann ich noch rausnehmen, aber ansonsten kann ich den ganzen Kruschnur hier unten reinlegen und er fliegt halt rum, ja. Da hätte ich mir so eine Unterteilung vielleicht noch gewünscht. Ansonsten, Verzuösen 1, 2, 3, 4 serienmäßig. Dann haben wir hier noch eine 12-Volt Steckdose. Natürlich wieder LED-Beleuchtung, Musikanlage. Das Rollo kann man auch noch in der, das haben wir jetzt nicht da, kann man auch noch in der Tiefe verstellen, also kann weiter nach hinten zum Sitz und kann aber auch weiter her. Auch wegen der Sitzverstellung, da kommen wir dann aber noch auf den Rücksitzcheck mit dazu. Durchlade ist Serie und was auch Serie ist, das finde ich, und vor allem sie bleiben auch unten und ist schnell, ist die Fernentriegelung. Und wie es geht, bam, grob aber unten, ne? Also, ja, und somit haben wir jetzt hier, wenn wir schon dabei sind, 1300 Liter Ladevolumen, haben wir die GT-Variante mit 585 PS. Haben wir nur 1260 Liter Ladevolumen. Der nimmt uns dann einfach durch die Variante einfach ein bisschen Ladevolumen weg. Der hat dann auch nur 480 in der normalen Variante, wenn nicht umgeklappt ist. Und ansonsten haben wir 490 Liter Ladevolumen. Ja? Stützlast 100 Kilo, Dachlast 80 Kilo. 750 Kilo dürfen wir ziehen bei dem kleinen Motor mit 170 PS und 1600 Kilo dürfen wir ziehen für die großen Varianten, wie jetzt hier zum Beispiel ab 229 PS. Wiegen tut er mindestens 1820 Kilo, geht hoch bis 1240 Kilo und wir dürfen zwischen 410 und 460 Kilo je nach Motor, Ausstattung etc. zuladen. Jawohl, was haben wir noch? Björn, haben wir was vergessen? Sieht nicht so aus. Ich würde einfach sagen, wir gehen ab auf die Rücksitze, Seitenwandcheck, Ladecheck. Bis gleich. Kommen wir zum Ladesystem. Ich muss hier schön drücken. Hey Sam, öffne dich. Jo, Ladestand, Wechselstrom, Typ 2, Gleichstrom in Verbindung CCS. Schnellladen. Und da hat er so einiges drauf. Und zwar 400, 800 Volt kann er laden. Das heißt, wir haben bei Typ 2 dreiphasig in dem Fall. Da können wir bei 230 Volt beim kleinen Akku 25 Stunden voll laden. Ja, 25 Stunden. Und beim großen Akku hier 77,4 Kilowattstunden Akku brauchen wir gut 32 Stunden. Ja. Jo. Laden wir 10,5 kW, das ist das, was er maximal über Typ 2 Wechselstrom laden kann. Dann braucht er immer noch 6 Stunden beim kleinen und 7,2 Stunden beim großen Akku. Laden wir 50 kW, dann müssen wir dann schon hier rüber gehen, übers CCS. Dann ist er eine Stunde, der kleine, und der große in 1,1, 1,2 Stunden ungefähr voll. Ja, gehen wir dann auf die volle Power-Ladeleistung und das ist halt mega. 350 kW, dann macht er zwischen 10 und 80% das Ganze in 18 Minuten. Das ist schon echt eine Nummer. Da musst du schon schnell einen Kaffee trinken, ne, damit du wieder loskommst. Jo, tolle Ladeleistung, gefällt mir sehr gut. Und was halt noch dabei ist, das habe ich noch nie so gesehen. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch auf dem Markt gibt. Ich konnte mich noch nicht informieren, aber egal. Das sogenannte V2L-System ab der Variante GT-Line mit an Bord, Typ 2 Stecker. Ich stecke den dann da rein. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst verriegelt er und muss ich wieder rummachen. Dann kann ich hier aufmachen. Also musst du zusammen drücken. Genau, zack, runter. Auf Start drücken und dann habe ich hier eine Steckdose. Dann kann ich hier, ich habe, mach's gut. Geil. Dann habe ich hier vorgetestet. Schaut euch das Video an, wie ich ein anderes Elektroauto geladen habe.
Das funktioniert. Kann ich ranhängen von mir aus, was können wir, was haben wir vor, ein Schlauchboot aufpumpen? Irgendwo an einem See oder so, ne? Nehme ich Verlängerungskabel mit, lege es mir hin und nehme dafür den Strom weg. Bis 3,5 kW kann ich hier rausziehen, bis zu 250 Volt. Dann kann ich ein anderes Elektroauto laden, ich kann einen Fernseher anschließen, ich kann föhnen, keine Ahnung. Das finde ich echt cool. Was sagst du, Björn? Schon gehört? Auch noch nicht, gell? Ich finde es mega. Und ist mit dabei, serienmäßig. Absoluter, absoluter Hammer. Herrlich. Ja, kommen wir weiter. Jetzt mache ich mal nochmal schön auf und zu, weil dann sieht man hier die serienmäßigen Spots an der C-Säule. Achtung, ich mache auf. Die leuchten dann hier so schräg rund auf dem Boden. Finde ich ein cooles Detail, sehr edel. Und auch wie er hier vorbeiläuft, der Spoiler. Auch gut, wenn wir jetzt eh mal die Silhouette angucken, finde ich das Auto schon richtig cool. Also macht schon ein bisschen was her. Ja, sogenannte Flash-Türgriffe. In der Grundvariante EV6 sind sie manuell, das heißt, ich muss es selber aufdrücken. Hier in der Variante, ab der GT-Line-Variante, sind sie elektrisch. Ich drücke noch bloß drauf oder hier lang bloß hin, dann gehen sie auf. Dann sind sie offen. Muss mich auch noch ein bisschen damit anfreunden, weil es funktioniert so gut, es ist aber anders. Es ist echt anders aufzumachen, aber hier hat so eine Riffel drin. Und wenn ich zumache, ich muss direkt einfach so ein bisschen heben, dann kann ich sie zumachen, ja. Muss da ein bisschen so damit drücken. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber designtechnisch natürlich toll gelöst. Man ist halt irgendwo so noch die anderen Türgriffe gewohnt irgendwo, aber es machen andere Hersteller mittlerweile auch viele. Ja, oder ein anderer hat schon recht früh damit angefangen, elektrisch. Ja, was haben wir noch? Serienmäßig, elektrischer Außenspiegel, einstellbar, beheizbar, einklappbar. Das ist Serie, die muss ich nicht extra ordern. Privacy haben wir schon erklärt. 990 Euro Glasdach, kein Panoramadach, weil es ist auch zu klein, es ist innen kleiner, als es jetzt von hier außen aussieht. 990 Euro ab der Variante mit dem großen Akku GT-Line. Ja, davor gibt es das nicht. So, dann steigen wir mal ein. Das ist schon echt. Ich mache mal schön das Fahrzeug an. Weil dann fährt auch der Sitz so vor, wie ich ihn eingestellt habe für mich. Alter. Radstand 2,90 Meter. Das ist schon brachial lang für so eine Klasse. Für so ein Crossover, sagt man ja. Also ich hocke hier. Also ich habe nach oben noch trotz dieser Silhouette, was ja nicht ganz so schnell abfallend ist, aber man sieht, hier ist noch so ein kleiner Hubel drin. Das haben sie wirklich richtig gut gezogen für die Kopffreiheit. Da passt nochmal 10 cm gut hin. Ich kann hier gechillt sitzen. Der Sitz ist jetzt ganz unten. Der Boden ist relativ weit oben und dadurch habe ich eine bisschen geneigte Position meiner Knie. Ja, von der Länge her gut, aber ich sitze ein bisschen, sage ich mal, ja, so ein bisschen angewinkelt, weil ich nicht die Füße ganz bis drunter kriege. Da müsste der Sitz höher und dann kann aber der vordere nicht mehr richtig sitzen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Platz gewünscht nach unten raus. Dann wäre es noch ein Ticken angenehmer. Aber okay. Die Sitzvariante hier, oder die Stoffvariante, ist so serienmäßig mit an Bord bei der GT-Line. Bei der Grundvariante haben wir komplett Stoff. Ich kann aber auch noch eine andere Farbkombination wählen, wenn ich das möchte. Ja? Also wir haben hier Kunstleder überall. Kinder Isofix, auch Serie. Armlehne, serienmäßig an Bord. Und das finde ich auch eine coole Lösung. Getränkehalter, normales Fächle. Und also wirklich richtig stabil, ne? Richtig stabil. Dann, was ich halt auch nett finde, ist, dass wir das verstellen können. Ja, also das ist auch serienmäßig mit an Bord. Also die geht schon wirklich schräg nach hinten, habe ich so das Gefühl. Aber das ist schon wirklich so, als jetzt Björn so, ne? Puh, lass Lauf abspannen. Das ist schon echt gut. Also echt gut. Ja, machen wir weiter. Serienmäßig mit an Bord. Hier die Lade. Die USB-Stecker sind serienmäßig mit an Bord, die brauchen wir nicht extra ordern. Coole Position finde ich, habe ich so auch noch nicht gesehen. Typisch jetzt neu entwickeltes Elektroauto, ich habe keinen Mitteltunnel mehr. Ja. Wir haben hier noch Kühlung, schwarzer Himmel, serienmäßig, Haken, serienmäßig, Handgriffe, 3 Stück, der Fahrer hat keine, serienmäßig. Und dann kann ich, wenn es jetzt aus ist, kann ich nur antippen und abtippen, dann geht es an und aus, kann ich vielleicht vorne dann mal zeigen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Björn, genug von dir drin.
Elektrische Fensterheber, Serie mit Komfortschaltung, ganz vergessen. Und Ablagefächer in den Türen sind okay, aber nicht riesig, muss ich sagen. Dafür kann ich hier noch ein bisschen was reinstopfen. Also hinten fehlen ein bisschen Ablagefächer, vorne haben wir mehr, da kommen wir noch dazu. Mir fällt noch was ein, Achtung. Wenn du hier hinkommst, wir haben ja noch eine 230 Volt Steckdose, haben wir noch. Da braucht man aber einen speziellen Schlüssel, den habe ich leider nicht gefunden. Dann kann man das ja aufschieben. Dann kann ich ja auch 230 Volt, sprich Handy-Ladekabel mit Stecker dran machen, wenn ich nicht gerade jetzt wie hier zum Beispiel Typ C habe. Ja? Da haben wir das auch. Ich fühle mich wie in so einem riesen Ding da hinten drin. Also, ab vor Armaturenbrettcheck. Bis gleich. Fangen wir wie immer bei dir an. Wir haben Soundanlage mit an Bord. Die rumst richtig gut, 14 Lautsprechern. Verstautechnisch haben wir eigentlich viele Plätze. Das finde ich richtig gut. Also bei dir in den Türen. Wir haben auch dann so eine Art Kunstleder in den Türen zeitlich. Und dann diese Art Klavierlack. Und weiches Kunststoff oben, das finde ich, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Auch hier der Stoff, das fühlt sich wirklich wie Alcantara an. Also das ist schon echt fein gemacht. Elektrisch Memory-Sitze, P2-Paket bei der Grundvariante EV6, beim GT-Line-Serie. Und was cool ist, man hat hier so eine Schlafpositionsschalter. Okay, jetzt geht er nicht, weil wahrscheinlich ist auch... Ah doch, jetzt geht er. Muss kurz länger draufbleiben. Dann geht er automatisch in die Schlafposition. Ist auch gut, ne? Witzig. Ja, möchte ich, also mit zwei Speicherplätzen auf der Fahrerseite, ist dann die Sitz-Memory-Funktion ab GT-Line mit dabei, ansonsten ist das sogenannte B2-Paket nehmen. Möchte ich Sitzheizung vorne haben, ist eine Serie, das ist gut. Sitzheizung hinter, auch wieder GT-Line oder P2-Paket. Möchte ich die Sitze belüftet haben, so wie hier, entweder GT-Line-Paket oder dann das ganz obere GT-Paket nehmen. Ja? Also da ist es dann begrenzt. Ansonsten gehen wir mal weiter zum Handschuhfach, würde ich sagen. Das ist riesig. Also, ne? Hallo. Hier geht schon gut was rein. Also leider nicht abschließbar, aber hier habe ich nur Fächle. Kriege halt Gruhschein, so irgendwie so Einkaufswagen-Chips oder für eine EC-Karte oder sowas ablegen. Da gibt es speziell nichts, aber ist nicht schlimm, aber dafür ist es riesig groß. Das finde ich cool. Ambientebeleuchtung, sehr edel, guckt euch das Video an dazu. Bei Nacht, ab der Variante GT-Line mit an Bord. Ja. Gehen wir weiter zum Mitteltunnel. Sensationell, Platz ohne Ende, so schwebend angeordnet, finde ich schon irgendwie richtig schick gemacht, muss ich sagen. Auch mit diesem Alu-Applikation, das finde ich, mit dem Klavierlack. Also das haben sie schon wirklich sehr anständig gemacht. Hier unten Riesenplatz, da kannst du reinstopfen ohne Ende. Dann haben wir Typ A, Typ C, noch einmal Typ C, 12-Volt-Anschluss. Also Konnektivität ohne Ende, ja, kann ich laden ohne Ende, also wirklich brutal. Schwebender Mitteltunnel. Startknopf an, aus, serienmäßig, Schlüssel los, braucht man nicht extra kaufen. Dann habe ich natürlich unsere Sitzlüftung, Sitzheizung, Lenkradheizung ist Serie und wieder eine Sitzheizung, Sitzleistung, an, aus. Dann ein sogenanntes elektronisches Getriebe, Rückwärtsgang, neutral, Drive, Parkposition, 360 Grad Kamera. Guckt euch Assistenzsystem-Video an, da habe ich es nochmal das Ganze extra erklärt, wie es funktioniert. Auto holt. Parksensoren aus. Hier haben wir induktives Laden und zwar mit so einem Gummi versehen, dass das Handy nicht rumrutscht und es zeigt dann orange an, wenn es lädt und grün dann so ein breiter Streifen, wenn es vollgeladen ist. Die Mittelarmlehne ist Serie, die brauche ich nicht extra, oder da habe ich richtig Platz. Hier ist jetzt noch ein bisschen Krusch drin, da geht gut was rein. Ich kann sie leider nicht verschieben nach vorne, aber sie ist recht breit, von dem her ist das nicht wirklich notwendig. Hier kriege ich noch einiges rein und hier ist auch ein bisschen so Gummi auch wieder drin und Fläschle kann ich hier einstellen, das ist wunderbar. Also das ist wirklich echt schön gemacht und fühlt sich auch alles mal anständig verarbeitet an. Also aber auch, es knackt nichts oder irgendwas, ist echt wertig gemacht. Auch hier der Trägerkopf, das fühlt sich wirklich gut an, muss man sagen. Fühlt sich wirklich gut an. Kommen wir zur Klimaanlage, beziehungsweise Klimaautomatik. Zwei Zonen ist Serie und dann sieht es wirklich cool aus hier. Da haben wir unsere Schnellwarttassen gehabt für unser System. Guckt euch das Systemvideo an, das ist echt cool, was man da alles machen kann. Und so habe ich wieder Klima. Also ist wirklich nett, funktioniert gut. Hier habe ich meine, wie gesagt, Schnellwahltasten für Sitzheizung etc. Das System, wie ihr hier so seht, 32,5 cm Diagonale, ist so geschwungen aus Serie. Da müssen wir nichts irgendwie extra ordern oder irgendwas. Das ist so tutto completo mit dabei. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sich ändern. Aber das sieht wirklich ganz cool aus. Und ist haptisch
wirklich gut gemacht. Schaut euch das Systemvideo an. Bloß die Home-Taste finde ich ein bisschen klein. Die sollten sie größer machen, dass ich nicht so suchen muss, wo ich hin muss. Ja. Okay. Regensensor-Serie brauche ich nicht extra ordern. Lenkrad in der Länge und Höhenverstellung Serie. Abgekantet. Fühlt sich gut an. Schöne Dicke. Das gefällt mir. Driver-Mode. Wir haben Öko-Modus. Wir haben Normal-Modus. Und da haben wir noch einen Sportmodus und einen extra Schneemodus. Das ist Serie. Es gibt noch einen extra Sportmodus in der GT-Variante, also hier Fahrmodi-Schalter mit an Bord. Rechts haben wir Modschalter für verschiedene Sachen, Radio etc., Sprachbedienung, Telefon, laut leise, Sender suchen und links die ganzen Assistenzsysteme. Der hat so viel Assistenzsysteme, Serie. Lane ist also sprich Spurhalteassistenzserie, Müdigkeitsassistenzserie, Front Collision mit Quer-Warner-Serie. So viele, so viele. Schaut euch das Assistenzsystem-Video an, da wird es erklärt. Genau. Was ich hier cool finde, weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Na, oder hier? Nee, da müssten wir fahren. Ja, jetzt ist an. Seht ihr das? Da haben wir so ein toter Winkel des Assistenzsystems hier. Das ist der tote Winkelwanner mit aktivem Einblenden im Display. Der kostet aber extra. Und der tote Winkelwanner im Grundding kostet er eh im Paket. P5 ist er mit dabei, das weiß ich. 1097 Euro, da ist er dann mit dabei. Ja, also ich finde es schon ganz lässig. Ne? Also so, ja, andere Hersteller auch schon gemacht. Aber hier eine Kombination mit dem Spiegel finde ich es echt lustig. Jo, was haben wir noch? 4 elektrische Fensterheber-Serie mit Einklemmschutz. Außenspiegel hatten wir schon. Memory-Funktion für die Sitze hatten wir auch schon. Und hier haben wir noch unsere Lichtverstellung. Auto holt für. Und das Schöne ist halt, ich kann aber auch wieder von hier innen wieder zumachen. Ja. Geht dann etwas langsamer. Das kann ich sogar eine Geschwindigkeit im System einstellen, ob es schnell und langsam fahren soll. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, Björn? Apple CarPlay, Android Audio sowie Bluetooth ist auch serienmäßig mit an Bord. Kommen wir noch kurz zu den Materialien. Genau. Wir haben hier vom Kunststoff über 100 PET-Flaschen recycelt im Innenraum. Ja, das finde ich schon ganz cool. Und dann gibt es sogar noch eine vegane Ausstattungsvariante. Auch noch eine Möglichkeit. Finde ich auch nett. Also da ist schon einiges geboten. Das finde ich echt eine super Geschichte. Navi ist auch Serie. Das brauche ich auch nicht extra ordern. Gehe ich hier drauf. Ui. Map. Ist serienmäßig. Wunderbar. Mit Sprachbedienung funktioniert auch. Könnt ihr mal testen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen ab vor. Achscheck, da gibt es noch einiges zu erwähnen. Frontcheck, da gibt es auch noch einiges zu erwähnen. Und zu den Systemleistungen auch noch kurz ein paar Varianten. Also bis gleich. Sperrdifferenzial, in dem Fall hinten, gibt es nur in der GT-Variante, sowie auch verstellbare Dämpferhärte. Ansonsten haben wir die in den unteren Varianten nicht. Wendekreis, der ist nicht klein, das ist ein bisschen Manko, finde ich. 11,06 Meter. Das ist schon nicht klein, ist auch nicht riesig, aber auch nicht klein, man merkt es. Bremsscheibentechnisch haben wir hier 445 mm Scheiben bis zur 325 PS Variante. Und beim GT haben wir dann 380er Scheiben, rund um alle vier immer gleich. Wie gesagt, und ab 325 PS Leistung haben wir dann auch Allrad an Bord, Four-Wheel Drive, ne? Dass wir das dann auch mal haben. Alufelgentechnisch haben wir 19 Zoll in der EV6 und in der GT-Line-Variante und 21 Zoll Serie bei der GT585 PS Variante. Ja. Um ein bisschen effizient zu fahren, was ich schade finde, Wärmepumpe kostet 1.000 Euro extra. Und bei der GT-Variante steht sie nicht dran. Entweder ist sie da Serie, aber da war auch kein schwarzer Punkt. Vielleicht gibt sie da auch nicht wegen Platz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie da nicht ersichtlich. Also kostet extra, schade. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit, sie zu kaufen. Genau. Und jetzt hier haben wir noch die Kameras für die 360-Grad-Variante. Ach, die schwarzen Spiegel und die LED-Blinker sind natürlich auch serienmäßig mit an Bord. Das Schwarz ist alles schön, der Klavierlack, aber einfach extrem anfällig, wie man jetzt auch schon sieht, für Kratzer ohne Ende, ja, weil es einfach so ein weiches Material ist. LED-Tagfahrlicht, das ist so ein bisschen kristallisiert, finde ich, sieht edel aus, ist auch Serie so.
Wir haben LED-Licht vorne serienmäßig. Wenn ich LED-adaptiv haben will, das praktisch so ausleuchtet und so, dann muss ich mindestens die GT-Line-Variante nehmen oder ein Paket dazu. Ja? Und ansonsten die Front, finde ich, sieht eigentlich schon, wenn wir mal ganz zurückgehen, ne? Recht aggressiv aus, gell? Kann man nichts sagen. Also optisch finde ich das schon ganz gut. Hier vorne noch Abstandssystem. Die Serie ist inklusive Stop and Go. Brauchen wir nicht extra Order. Lane Assist ist auch Serie. Der geht aber hier oben. Schilderkennung ist auch Serie. Dass man mal wisst, was das ist. Aber ich finde, das ist schon edel gemacht. Und hier vorne hockt dann auch noch die 360-Grad-Kamera. Kommen wir zum Frunk, sagt man. Dann machen wir mal auf. Das geht relativ einfach. Riesenhaube finde ich, wirklich Riesenhaube. Und das finde ich halt cool. Das haben auch nicht alle, wo wir es beim letzten, glaube ich, irgendwann mal auch drüber hatten. Da hätte man auch so einen Kasten noch mit reinmachen können. Aufmachen ist sogar beleuchtet. Ne? Sieht man hier. Hier ist jetzt das V2L-System drin. Und dann kriege ich hier 52 Liter rein in den Frunk hier vorne. Habe ich allerdings die GT-Variante, sind es nur 20. Haha. Leistung kostet halt in dem Fall Platz, würde ich sagen. Gut, da wir jetzt hier aber keinen Motor haben hier vorne, gehen wir jetzt trotzdem gleich noch kurz über auf die Fahrdaten, was wir denn so für Leistungsdaten von den Motorvarianten haben. Ja, bis gleich. Leistungscheck der verschiedenen Elektrovarianten nenne ich es mal. 170 PS, 8,5 Sekunden auf 100, 350 Newtonmeter, 58 Kilowattstunden Akku. Mehr gibt es da nicht, 185 Render VMAX, schaut das VMAX Video an, habe ich gemacht. Geht echt rucki zucki. Dann hier die Variante 229 PS, auch 350 Newtonmeter. Braucht allerdings 7,3 Sekunden auf 100. Ja. Rennt auch 185, begrenzt. Auch Heckantrieb. Dann kommt die erste Allrad-Variante mit 325 PS, 605 Newtonmeter. Rennt in 5,2 Sekunden, dann schon auf 100. Das ist dann schon wirklich eine ordentliche Geschichte. Hat dann in dem Fall schon 4-Wheel Drive, also Allrad. Und natürlich die Power-Variante, auf die ich mich freue. Ich hoffe, dass ich sie bekomme irgendwoher. 585 PS, Allrad, rennt in 3,5 Sekunden auf 100. Das ist schon ordentlich, 740 Newtonmeter und rennt 260 Stundenkilometer. Wow, das wäre schon mal ein geiles Video. Das geht bestimmt ratzi-fatzi. Und das dann mal mit dem Tracky durchmessen, wie schnell der ist. Das wäre schon mal cool. Ja, das war es eigentlich schon hier zu den Elektro-Varianten. Schnell ab auf die Piste und Fahrcheck machen. Später noch zum Fazit, dann haben wir es schon. Kommen wir zum Fahrcheck-Checker, Freunde. Ich meine, mittlerweile ist ja alles elektrisch. Auch wenn ich hier den Wischer verstelle, zeigt es mir hier im Display an. Auto, Stufe 1, Stufe 2 oder Intervallverstellung. Ja. Geht so runter, geht so hoch. Das ist schon cool, ne? So, ich habe ein bisschen Motorsound an. Lenkradheizung. Oh, geil. Hey, die Blinker sind halt der tote Winkelassistent mit grafischer Darstellung im Display. Im Extrapaket P5, 1800 Euro ist es damit dabei. Ist schon cool. Es ist echt cool. Fahrmodi-Schalter, Drive-Mode, Serie. Beim GT haben wir noch so einen extra Sportmodus. Wenn ich hier drücke, hat man sofort gemerkt, da ist sofort da. Und gehe auf Sport, ist er nochmal ein Ticken. Da haben wir wirklich drei, und gehe auf Öko, drei wirklich richtig gut spürbare, ich kann sogar Snow noch machen, wenn ich lange drücke, Fahrmodus. Ne? Also Fahrmodi-Schalter, Serie. Nur im GT nochmal so ein extra Sport-Modus mit dabei. Aber ansonsten, das Ding ist schon gefühlt ein Schiff mit 4,70 Meter. Habe ich so das Gefühl, ich hocke ja, in so einem elektrischen Kia Stinger so ein bisschen. Aber recht straff abgestimmt. Verstellbare Dämpfer gibt es nur in der GT-Variante mit 580 PS. Aber der zieht schon gut an und macht auch richtig Laune. Zack, dann gehen wir mal runter. Ja, und bremst. Oh Gott. Bremst gut, also muss man sagen. Mittelarmlehne Serie, links kann ich es gut ablegen. Sicht nach hinten, sehr bescheiden.
sehr bescheiden. Also kannst du eigentlich voll vergessen. Aber wie gesagt, packst ihn so nach hinten und Rückfahrkameraserie, finde ich gut. 360 Grad Kamera, wie gesagt, gibt es in dem P5 Paket mit dazu. Macht wirklich Sinn, weil der ist nach hinten sehr unübersichtlich und nach vorne eigentlich auch. Ja, aber schönes Raumgefühl. Das Lenkrad sitzt angenehm, hat eine schöne Dicke, das mag ich. Also die Position hier ist schon sehr cool. Also das Raumgefühl kommt gut. Der Sitz recht hoch eingestellt, also ich komme nicht mehr weiter runter. Das ist natürlich dem geschuldet, dass der Akku unten drunter hängt. Dann geht der Sitz nicht so weit runter, weil so uns die Höhle praktisch fehlt. Das ist auch beim Fußraum hinten so, dass man da ein bisschen mit den Knien angewinkelter sitzt. Aber das ist ein sehr angenehmes Auto. Also die Positionen der Spiegel sind gut. Die sind brachial groß, außen übers Eck, weil natürlich da dieses ganze Assistenzsystemzeug drin steckt. Kommt es einem schon vor, als wenn der irgendwie so hier so kleine Flügel hätte. Aber ja, deswegen wirkt er auch recht bullig, so wenn man rechts und links rausguckt. Aber ansonsten ja. Es ist ein sehr angenehmes Fahren. Ich habe wirklich alles, ich komme überall gut hin. Mit meinem Touch, die Home-Taste ist ein bisschen klein. Die sollten sie größer machen, damit ich nicht so genau schauen muss. Jetzt gerade während dem Fahren fällt mir das nochmal explizit auf. Ja. Also, aber sonst. Ja, ein bisschen kommt da schön mit dem Heckantrieb. Ne? Wir können hier das ASR noch ausschalten, da können wir richtig Spaß haben. Ja, der ist ein bisschen doof. Und ansonsten, wenn ich da drauf komme, habe ich alles relativ groß im Überblick. Und es funktioniert gut. Ansonsten nehme ich die Sprachbedienung. Nee, auch mit dem Head-Up-Display wunderbar. Auch im P5-Paket mit dabei. Nee, fährt sich angenehm. So, dann gehen wir mal auf Sport, trotz Nässe. Also Kraft hat es, eigentlich reicht der Motor völlig aus, muss ich sagen. Der reicht eigentlich völlig aus. Und er neigt sich auch nicht so arg, also wirklich recht straff abgestimmt. Nicht zu hart, aber auch nicht wirklich weich. Also, oh, Traktionskontrolle, hallo. Er beißt schon gut an hier, also. Ich sitze eigentlich einen recht guten Seitenhalt. Schenkelauflage ist auch okay. So ein bisschen, da hebt er sich ein bisschen raus. Okay, da merkt man das Gewicht von 2 Tonnen. Aber ansonsten, wenn man jetzt mal so guckt, jetzt gehen wir mal runter. Wir sind ja im Sportmodus, ne? So, dann gehen wir mal hoch. Pump 100. 7,5 Sekunden. Das finde ich cool, auch mit dem Wechsel hier, zack, auf Map. Und so lenkt er eigentlich recht gut ein. Also ich muss mich nicht arg am Lenkrad festhalten. Also die Sitze machen schon einen entspannt guten Job. Also ich kann den auch gut sportlich bewegen, muss man schon sagen. Also ich gehe jetzt hier so rum, ein bisschen was geht mit Nässe. Aber er macht Spaß, das Ding. Ist echt cool. Mir gefällt das Teil. Ist nicht ein perfektes Auto, aber gut gemacht. Ja, muss schon sagen. Ich finde, es ist ein Hammer-Auto. Mir gefällt er richtig gut. Er hat auch seine Details, die mir nicht so gefallen. Es sind Nuancen, es sind Kleinigkeiten, die mir persönlich nicht so gefallen. Stärken-Schwächenliste mache ich wieder. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Aber tolle Assistenzsysteme, Platz, Technik, Optik. Haben Sie sich, finde ich, richtig was einfallen lassen? Schaut euch die ganzen Videos an. Assistenzsysteme, Park Assist, Technikvideo, Systemvideo, VMAX-Video, Ambiente-Video, Beschleunigungsvideo, Ladevideo, Reichweitenvideo und dann noch das Augmented Head-Up-Display. Ja, geil. Also gibt es vieles zum Anschauen. Könnt ihr online eigentlich das Auto selbst verkaufen sozusagen. Aber ich finde es cool. Also man konnte richtig viel rausholen bei dem Auto. Auch zeigen, was er so kann. Und dafür nochmal vielen Dank ans Autohaus Putzlacher in Markstadt. Wie gesagt, Nähe Sindelfingen, Böblingen, Leonberg, Nähe Stuttgart für dieses Fahrzeug. Dankeschön. Jetzt würde ich sagen, machen wir entlang rum, bleibt weiter gesund. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, euer Checker Mario. Ciao.